und herzlich willkommen zu unserem Format 5 Minuten Wahlprogramm. Heute zu Gast habe ich die Direktkandidatin der Klimaliste im Wahlkreis 50, Bezirk Landau, Casey Hesse. Hallo Frau Hesse, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Mein Name ist Casey Hesse, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Landau und kandidiere zur kommenden Landtagswahl 2021 für die Klimaliste Rheinland-Pfalz auf Listenplatz 4. Bin außerdem Direktkandidatin für den Wahlkreis 50, also Landau, Edenkoben, Maikammer und Umgebung. Ich bin seit 2 Jahren, wie ich immer so schön sage, vollzeitaktivistisch tätig. Das heißt, ich engagiere mich bei ehrenamtlichen Gruppen wie Fridays for Future oder beispielsweise auch Schlau Rheinland-Pfalz, einer Gruppe, die Aufklärungsworkshops zu queeren Themen an Schulen anbietet, und habe da auch im politischen Rahmen schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, habe Maßnahmenkataloge für die Stadt Landau geschrieben, natürlich auch Forderungen geschrieben, bin mit PolitikerInnen in den Diskurs gegangen und habe versucht, diesen anzuregen und auch die Umsetzung von klimaschützenden Maßnahmen in die Wege zu leiten. Dankeschön. Dann komme ich auch gleich schon mal so zur ersten inhaltlichen Frage. Und zwar, Welches ist Ihr vorrangiges Ziel in den nächsten 5 Jahren und worin, glauben Sie, bestehen da Hindernisse? Naja, unser übergeordnetes Ziel in den nächsten 5 Jahren ist natürlich die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und der Pariser Klimaziele mit allem, was dazugehört, und eben unter Einhaltung unserer deutschen und rheinland-pfälzischen CO2-Budgets, die ja auch voraussichtlich in den kommenden 2-3 Jahren aufgebraucht sind. Das heißt, für uns die oberste Priorität ist eben erstmal, diesen Treibhausgasausstoß massiv zu senken und dann eben den Weg der Klimaneutralität bis 2035 zu gehen. Dabei die größte Schwierigkeit ist natürlich, wirklich alle Menschen in diesen Prozess mit zu integrieren und mitzunehmen, gerade was den Verkehrssektor oder den Energiesektor oder beziehungsweise den Bausektor angeht, wird da viel Interaktion auch mit den Menschen nötig sein und auch viel Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit. Und für die Umsetzung all dieser Ziele ist ein bisschen Unterstützung natürlich nie schlecht. Mit wem könnten Sie sich denn da am ehesten eine Koalition vorstellen? Eine Koalition können wir uns als Klimaliste grundsätzlich mit allen Parteien und anderen Listen vorstellen, die eben auch das Ziel, das 1,5-Grad-Ziel zur obersten Prämisse machen und einhalten wollen und demnach entsprechend handeln wollen, vor allem in den Maßnahmen. Das heißt, wir unterstützen auch im Prinzip jeden Menschen in der Politik, der die eben entsprechende Maßnahmen umsetzen möchte für den Klimaschutz, völlig unabhängig aus welcher Partei dieser Mensch ist. Das 1,5-Grad-Ziel als Zielsetzung ist inzwischen in den Wahlprogrammen der Grünen vorhanden, der SPD sowie auch der Linken. Das heißt, diese 3 Parteien würden beispielsweise als Parteien für eine Koalition für uns in Frage kommen. Und bei den ganzen Klimazielen ist ja auch noch ein Thema jetzt momentan brandaktuell, und das ist die Pandemie. Und dementsprechend würde ich gerne mal wissen, wie Sie, wenn Sie in den Landtag kämen, damit dann umgehen wollen würden. Ich denke tatsächlich, die Landes- und Bundesregierungen haben schon einen ganz guten Grundstein gelegt, um die Corona-Pandemie dann hoffentlich Richtung Ende des Jahres endlich auch überwinden zu können. Kritikpunkte, die wir sehen und natürlich auch viele andere Menschen, sind natürlich die aktuelle Impfstrategie. Da gibt es tatsächlich auf Landesebene gar nicht allzu viel zu bemängeln, denn die Länder haben die entsprechende Infrastruktur sehr zeitnah und ausreichend zur Verfügung gestellt, um flächendeckend impfen zu können. Da mangelt es tatsächlich nur an der Ware, also an dem Impfstoff, was leider Sache der Bundesregierung ist. Da muss man tatsächlich auch bemängeln, da haben wir als Deutschland ein bisschen verschlafen, also ein bisschen zu lang gebraucht und waren vielleicht auch nicht konsequent genug. Wofür wir uns als Klimaliste zur Bewältigung der Pandemie auf jeden Fall weiter einbringen werden, ist, dass vor allem bürokratische Prozesse, was Hilfszahlungen angeht, gegenüber Selbstständigen, gegenüber kleinen Unternehmen, dass diese wirklich konstant fließen können und vor allem schneller auch ausgezahlt werden können.
Da ist das Stichwort Digitalisierung ein großer Punkt. Digitalisierung der Ämter und dieser Prozesse steht bei uns ja auch ganz oben mit auf der Agenda. Und da wollen wir auf jeden Fall dran arbeiten, dass das alles reibungsloser vonstatten gehen kann. Dann komme ich auch schon zum letzten Punkt, bei der Sie sich auch gerne an die Zuschauer direkt wenden dürfen. Und zwar, warum sollten die Wähler und Wählerinnen Ihnen ihre Stimme geben? Ich möchte aktiv die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und der Pariser Klimaziele zur Wahl stellen und eine möglichst niedrigschwellige menschliche Politik auf Augenhöhe schaffen, in der möglichst viele Menschen mit einbezogen werden, mitwirken können und ihre eigene Zukunft mitgestalten können. Vielen Dank, Frau Hesse, für das, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview, und dann wünsche ich Ihnen weiterhin noch viel Erfolg. Danke.